Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden West mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, die letzten Folgen waren sehr aufreibend. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. So, die hat hier noch eine Aufgabe für mich. Wir sind hier bei den Uta. Was willst du? Mit dir reden? Gibt es irgendein Problem? Das Problem sind Fremde. Du bist die zweite, die ich heute sehe. Je früher ihr geht, desto besser für das Land hier. Desto weniger übel das Wurzeln schlägt. Ich dachte, den Schmerz eures Landgottes zu lindern, hätte für ein wenig guten Willen gesorgt. Reh wird sowieso sterben. Genau wie wir alle. In der Zwischenzeit kommen Fremde und rauben das bisschen, das wir haben. Wie diese Kaja-Jägerin vorhin. Gekleidet wie ein Vogel. Mit einem Utaro-Mädchen im Schlepptau, als wäre sie eine Sklavin. Nannte das Mädchen eine Drossel. Das habe ich noch nie gehört. Muss eine Art Kaja-Fluch sein. Moment. Eine Kaja-Jägerin mit einer Utaro-Drossel? Was? Führe ich Selbstgespräche? Ja. Hab sie heute gesehen. Rannten nach Südwesten. In den sicheren Tod. Da kann man keine Stachelfrucht ernten. Zu viele Maschinen. Armes Utaro-Mädchen, wer sie auch ist. Möge ihr Same fruchtbaren Boden finden. Es war nicht deine Absicht, aber du hast mir geholfen, eine alte Freundin zu finden. Danke. Ich brauche deinen Dank nicht. Ich will ihn nicht. So viele Aufgaben. Ach so, hier können wir mal gucken. Hier ist eine Werkbank. Ich kann nichts machen. Okay, was bist du für eine? Ah, ich kann handeln. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr. Kaufen. Sprengfalle, Schnellreisepaket, Rohstoffe. Das ist ja aber nicht so wirklich dick ist, ne? Graser. Utorhorn. Ein Grünlandsplitter will sie haben. Aha. Na denn nicht. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Hallo? Ach, hier geht's raus. Sag mir das doch. Da sind Steine. Ich muss Wahl und Sohn in Reinklang treffen. Den Chor fragen, ob wir ihre heilige Höhle betreten dürfen. Nö, Minerva sollte sich darin befinden. Viele andere Dinge. Damit kann ich Gaia neu starten. Und dann können wir vielleicht... Ja, vielleicht. Ich bin hier auf der Seite. Das ist gar nicht so sehr weit weg. Komm, jetzt machen wir erstmal das hier. Ein bisschen Entspannung. Und dann werde ich erstmal hier weiter forschen. Vermutlich ohne aufzunehmen. Ja, das ist wieder voll. Okay. Ja, hier ist das Lager Feufeu. Da. Eine ja. Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. Wir hatten da. Hallo Fuchs. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Wir hatten da. Nee, wo waren das? Guck mal, und die Kiste steht da, wo sie hingehört. In der letzten Folge. Oder in der vorletzten hatte die Kiste sich ja einfach umgestellt. Ja, da kann ich nicht lang. Das macht mich krank. So, ah, nun geh doch einfach hoch, Eloy. War das hier? Irgendwo war doch hier. Wo war denn das mit dem roten Zeug? Ich bin verwirrt. Hier nicht. Hier. Na also. Aha. Was ist das hier? Aha. Eine Energiezelle. Aber sie scheint leer zu sein. Und jetzt? Jetzt habe ich eine leere Energiezelle.
Können wir mal was gucken? Oh, Spiel. Geh mir nicht auf den Sack. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Eine leere Energiezelle. Hier ist was. Das hatte ich nicht gesehen beim letzten Mal. Ah, scheiße. Was gebracht. Jetzt habe ich die leere Energiezelle rausgenommen, die brauche ich aber hier für die Tür, ne? Wo kriege ich denn jetzt eine volle her? Oh, ich war so siegessicher. Bleib doch nicht immer hängen. Kann man das nicht so konstruieren, dass die davon alleine rübergehen? Geht das nicht? Ich frag ja nur. Bisschen wenig Sinn hier, ne? Oh, Blätter. Ach, hier war auch noch, guck. Ist irgendwas? Da kann ich mir die Tür aufmachen, dann kann ich mit der leeren Energiezelle hier rein. Keine Ahnung, was hier ist. Hier ist irgendeine Art Gerät. Ja. Nein! Ich kann ihn da nicht festmachen. So, jetzt kann ich mit der Energiezelle dahin. Wenn man weiß, wo es lang geht, ist ganz einfach, ne? So. Gehen wir hier durch. Durch das Wasser. In diesen Dings da. Mal gucken, was denn da... Ich glaube, ich kann die Energiezelle in das Gerät stecken. Und sie aufladen. Und dann kann ich hier ja nochmal in den Tresor gucken. Gut, jetzt nehmen wir sie raus. Na also, es hat die Energiezelle geladen. Oh, das Wasser hat die Energiezelle entladen. Ich muss sie wieder aufladen. Ja, wie kriegen wir die denn da trocken rüber? Geht sie? Das müsste gehen, wenn ich hier lang gehe. Selber schuld, ich bin darunter geplumpst. So, Eloy, jetzt gehen wir mal hier ganz vorsichtig lang. Mist, nee, die Energiezelle hat ihre Ladung verloren. Ich muss sie wieder aufladen. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Ich ahne auch schon was. Warum nimmst du denn deinen Bogen? Herrgott. Mal gucken, ob wir hier heil durchkommen.
Energiezelle ist wieder leer. Ich muss sie aufladen. Ich muss gucken, hier kann ich lang gehen. Gut. Ich muss über Wasser bleiben. Ja, wir kriegen das schon hin. So, jetzt vorsichtig. Tür aufmachen. Nehme ich mal stark an. Nee. Die Tür ist wohl verschlossen. Vielleicht führt noch ein Weg rein. Ich dachte, das macht jetzt... Oh, macht jetzt Sinn da? Wo waren das jetzt? Bleib doch nicht immer hängen. Energiezelle entfernen kann ich nur. Mal gucken. Da oben war eine Tür. Wir scannen. Anscheinend braucht das Ding Energie. Könnte nützlich. Code 2204. Kommst du in das Büro im ersten Stock? Ich sein. Ich muss hier die Energiezelle hinkriegen. Und zwar ohne... Aha. Oh Mann, das nervt. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn sie... Man will gehen und dann bleibt sie wieder irgendwo hängen. Der macht das Gelände nicht so uneben oder macht die Steuerung anders oder was weiß ich hier. Gibt ja wohl gar nicht. Achso, ich muss ja hier rein. Die Zelle hat durch das Wasser ihre Ladung verloren. Nicht fallen. Ja, also, ist doch noch mal. Gut. Schon wieder nimmt sie den Bogen. Warum? Hüpfen kann ich nicht. Gleich. Ja, war klar. Die Energiezelle ist wieder leer. Ich muss sie aufladen. Wo sollen wir denn hier lang gehen? Hier ist es überall. Steck sie einfach rein. So, nun guck dich hier mal um. Kann ich die Figur steuern? Darf ich? Ja, danke. Hier gibt es keinen anderen Weg. Ach, nun habe ich wirklich gedacht, wir können hier irgendwo lang gehen, aber keine Chance. Das ist hier alles zu tief. Und her mit dem Seil holen? Ah, da kann ich oben hin. Ja, das will ich gar nicht. Nun nimm sie raus. Das wird nie im Leben was. Wollen wir was probieren? Da finde ich keinen Halt. Nee, das geht auch nicht. Nun nimm sie. Ich muss die aufgeladene Energiezelle übers Wasser kriegen, aber wie? Ja, das frage ich mich auch. Werfen kann ich sie nicht. Hoch kriege ich sie auch nicht. Sobald ich da reingehe, geht sie hoch. Das hat vorn funktioniert. Die Energiezelle hat ihre Ladung jetzt geht's verloren. Wieder nicht. Ich muss sie es wieder aufladen. Es ist so dämlich. Ich schimpfe wieder bloß hoch. Was die immer mit ihrem Bogen rumspielt. Jedes Mal. Meine Güte.
Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß es echt nicht. Ich kann auch machen, was ich will. Die entlädt sie doch immer sofort hier. Geh doch mal weg. Ich guck noch mal hier. Geh doch einfach hoch. Ist hier noch irgendwas? Ja, da ist eine Kiste. Eine Kiste. Können wir denn da überhaupt rüber? Da komme ich doch gar nicht rein oder ran. Doch, da könnte man klettern. Ja. Oh. So leicht komme ich da nicht rauf. Ich muss etwas finden, das mir hilft. Ja, eine Kiste. Ich habe sie gesehen. Die steht aber oben und die andere Kiste ist hinten. Mir drauf. So, warte mal, ich will mal was probieren. Okay, schaffen wir diese Kiste da raus. Ich sehe sie. Sehr schön. Es rührt sich nicht vom Fleck. Nee. Zu weit weg. Was war das jetzt für eine Aktion? Kann ich die da? Kann ich da noch nicht oben rauflegen? Für mich nicht viel Sinn. Legt sie die denn richtig hin? Warte mal. Ja. Dann schiebe ich die Kiste mal hier ran und dann gucke ich mal, ob ich die Kiste mit der Energiezelle schieben kann, wenn die aufgeladen ist. Vielleicht kann ich die Energiezelle irgendwo drauflegen. Nee. Vom Wasser fernhalten. Damit sollte es gehen. Eingefunden. Na, nun mach's doch einfach. So, ich jetzt glaube, den Code irgendwas nicht gemerkt. Ist aufgeladen. Hm. Scheiße. Ich muss hier nachher nochmal gucken. Komm raus hier. Achso, könnte ich ja hier unten den Text nochmal lesen. Dann habe ich den Code. So ein Code. Nein. 2204. Eigentlich kann man sich den doch ganz leicht merken. Aber ich jetzt nicht mehr. Ist jetzt auch die letzte Folge. Dann ist Feierabend. Es ist einfach, ich mag jetzt auch nicht mehr dieses Hängengebleibe, das geht mir dermaßen auf die Nerven. An jedem bisschen bleibt sie hängen. Ich bin hier nur am Rumhüppen. Das geht ja immer noch nicht. Ich hab doch jetzt unten das Ding drin. Oh, da jetzt nicht drauf geachtet. Was soll das denn?
Wir haben uns eine Stunde rum, um die olle Kiste dahin zu kriegen. Und dann? Jetzt habe ich's da. Und nu? Was soll's? Was soll das? Warum sollte ich die jetzt hier hinbringen? Hier ist keine Konsole, hier ist nichts. Aber ich könnte mir die Kiste da hinschieben, wo die Dinge abgefallen sind. Vielleicht kann ich da hochklettern und dann was sehen. Ich weiß es nicht. Für mich sieht es nach rot aus. Ach, das... Hallo? Na endlich. Okay, das Ding hat jetzt Strom. Ja, und weiter? Ach so, ich muss hier den Code eingeben. Hä? Ja, da. Ah. Geschafft! Was ist das? Und noch ein Relikt. Ich behalte das erstmal. Ich überlege später, was ich damit mache. Das ist die Kiste. Das war alles nur für dieses olle Relikt. Na, Stufe 18. Wenigstens was. Ah, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Ja, ja, ein Pfeilchen brauche ich noch. Dann brauchen wir noch so einen. Und dann haben wir noch Fertigkeiten. Fallensteller wollte ich ein bisschen was machen, ne? Was kann ich hier? Was habe ich denn hier? Platziere mehr Fallen gleichzeitig auf dem Feld. Gut. Und hier haben wir... Erleide weniger Schaden, wenn du... Was ist das? Gott. So, und dann kann ich das beim nächsten Mal machen. Nicht genug. Stufe 2, Element Raserei, Mutstoß. Gut. Ich würde sagen, das reicht für heute. Aber sowas von... Das haben wir jetzt hier gelöst. Das ist schön. Hier fehlt mir noch das Werkzeug. Aber wir können zum Beispiel hier, können wir was machen. Das werden die Dinger sein, glaube ich, ne? Die, diese komischen Metallblumen. Warte mal, das wissen wir gleich ganz genau. Da kann ich aber auch, guck mal, Feuerglimmer. Da auch, Feuerglimmer. Aha, ich könnte hier wieder zurück. Und hier fehlt es mir dann wieder, ne? Sowas. Na gut, nächste Folge geht's weiter. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!